So, Freunde, da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Willkommen zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben hier beim letzten Mal die Ausbildung bei Wiz abgeschlossen und sind jetzt eigentlich nur im Besitzer der Techniken und sogar noch um einiges stärker als je zuvor. Aber unsere eigentliche Aufgabe, das Geheimnis der rätselhaften Zeiteier zu lösen, das haben wir bisher immer noch nicht abgeschlossen. Und ich weiß jetzt auch echt nicht genau, was ich jetzt da noch so tun soll. Also, da fehlt ja noch so einiges. Ich weiß jetzt echt nicht, was womit ich anfangen kann. Oh, hier, Events. Ja, okay. Profil einsehen. Warte mal, falsch. Das kann ich nicht machen. Okay, ihr seht das jetzt zwar vielleicht jetzt gerade nicht, aber ich habe versehentlich das Steam-Fenster geöffnet und das ist ja natürlich jetzt nicht so gut. Warte mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt irgendwie schließen kann. Kleinen Moment. So, jetzt aber. Alles klar, gut, jetzt geht's wieder. Das war jetzt eben gerade ein bisschen blöd von mir. Okay, was können wir jetzt als nächstes machen? Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, denn, ja. Irgendwie muss ich ja die Zeit rumkriegen und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, mache ich jetzt doch das Finale oder werde ich jetzt doch hier nochmal versuchen, etwas zu trainieren und was zu bekommen. Also ich habe jetzt nochmal wieder zwischendurch eine Parallelquest gemacht, allerdings nur eine einzige, damit ich ja Gogetas Kleidung bekomme, zumindest einen Teil davon. Und ja, die kann ich euch erstmal kurz zeigen. Also ich habe erstmal Schuhe und, ja, Armschutzgelenke von ihm bekommen. Von der Gogeta-Kleidung, also da haben wir sie erstmal. Und da können wir dann erstmal auch sehen, welche Werte es hat. Auch wenn das ja jetzt natürlich nichts bringt durch den Kuckuck-Knall. Ja, also Ki und Schlag-Superangriff steigen jeweils um 5. Während Ausdauer und Ki-Explosion-Superangriff um 5 sinken. Eigentlich ja kein schlechter Move, aber wenn ich ehrlich sein soll, also mir bringt das jetzt gar nichts. Also meinen aktuellen Kuckuck-Knall-Wert, den kann er ja momentan hier gar nicht hier, ja, übertrumpfen. Also das Ding ist jetzt momentan das Beste, was ich hier habe und das ist auch wirklich sehr stark. Deswegen behalte ich das ja auch. Alles klar, was können wir jetzt als nächstes machen? Hier unten liegt noch was. Naja, was ich eigentlich ja probieren könnte, wieder mal eine simple Parallelquest zu machen, um vielleicht einen Dragon Ball zu kriegen. Das wäre vielleicht was. Probieren wir mal aus. Also ich will ja jetzt noch einen Dragon Ball sammeln. Brauche ich ja noch unbedingt. Und dann sind wir ja nun in der Lage, Shenlong zu rufen. Und ich denke mal, das können wir ja in diesen Part mal so reinbringen. So, wähle eine Quest. Mache ich einfach mal was ganz Einfaches. Ja, gut. Drohender Angriff des Saiyajin. Das ist ja diese Mission. Da ist es ja eigentlich ja ziemlich einfach, wie man das ja hier triggern kann. Also ich muss ja jetzt eigentlich ja nichts weiteres tun, als die Zeitsoldaten im Training zu besiegen. Und dann ein bisschen auf Glück hoffen. Gut, dann nehmen wir einfach erstmal wieder uns selber. Ich nehme dann noch Son Goku hier mit Wiz-Symbol Gi 2 rein. Und wer noch? Ja, der hier. Den habe ich ja gerade sowieso auch noch mit freigeschalten, weil ich ja jetzt diese eine Mission gemacht habe mit Gogeta. Was kann der so? Super Kamehameha, Seelenrächer und Explosionswelle. Und Super Seele ist, ich werde dich besiegen. Ah, okay. Also er hat auf jeden Fall ein paar coole Moves drauf. Okay, und ich wollte ja jetzt genau. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn der jetzt wieder? Gogeta, wo steckst du? Der war doch vorhin noch hier. Ach, da ist er. Ja, alles klar. Jetzt geht's los. So, drunter Angriff des Saiyajin. Und Kampfbeginn. Das sollte ja schnell gehen. So, er will ich nicht. So, nächster. So, dann machen wir das. Ja, wenn du das sagst. Alles klar. Okay, die Zeitsoldaten sind erschienen. Jetzt müssen wir sie noch erledigen und schon haben wir vielleicht etwas Glück. Wieso haben wir hier schon wieder einen weiteren Son Gohan? Ah. Egal. Okay. Night's End. Wurdest von einem Zeitsoldaten im Training herausgefordert. Nimmst du an? Klar. Okay, er hat auf jeden Fall eine Menge Ki und Ausdauer. Autsch. Mann, warum treffe ich die Sau nicht? So, jetzt aber.
Ja, muss ich aber schon mal sagen, der hat auf jeden Fall eine ziemlich gute Abwehr. Das kann ich auch, du Lappen. Siehst du? Ich brauche mehr Ki. Oh. Der Typ hat auch die Kaioken Kamehameha drauf. Aber meine ist besser. Gut, erledigt. So, wir haben Materialobjekt erhalten. Ausrüstung. Okay. Muss ich erstmal warten. Ich weiß ja, ich muss eigentlich immer darauf achten, wenn da jetzt hier das Wort Schlüsselobjekt erscheint. Erst dann bin ich ja sicher, wir haben einen Dragon Ball. So, erledigt. So, was haben wir jetzt noch? Und wir haben den Dragon Ball. Sehr gut. Also da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, wir haben einen Dragon Ball dabei. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch die Mission hier schnell abschließen. Dann sind wir eigentlich auch in dem Besitz von dem Ding. Also ich kann jetzt nicht einfach abbrechen, das würde ja nichts bringen. So, das war's. So, Son Gohan ist erledigt. Ja, von mir aus, mach ruhig mit. Gut, Piccolo ist auch wieder fit. Mehr oder weniger. Aber gut, wir verprügeln ihn einfach noch einmal. So, das war's. Okay, Son Goku, wo bist du? Ah, da unten. Ja, das kann ich verstehen, Son Goku. Gut, wir haben es geschafft. Rang S allerdings nur geschafft, aber das ist nicht schlimm. Gut, was haben wir? Legendäres Mr. Satan-Abzeichen. Der letzte Schrei. Mr. Satan-Abzeichen ungewöhnlich. Mr. Satan-Abzeichen super selten. Und den 6-Sterne-Dragon Ball. Sehr gut, den haben wir natürlich gewollt. Jetzt sind wir ja im Besitz aller 7 Dragon Balls. Und damit kann ich jetzt zum Podest gehen. Yay! Ich weiß doch sogar schon, was ich mir wünschen werde, weil ich brauche ja, wollte ja nämlich auch unbedingt einen besonderen Charakter hier freischalten, den ich ja jetzt hier bekommen kann. Okay, wir haben sogar hier die Meldung, du hast 7 Dragon Balls gesammelt. Ja, geil. So, wo ist das Podest? Muss ich nochmal so fragen. Also ich glaube, das ist irgendwo weiter hier oben, oder? Ne, hier ist das Zeitnest. Wo ist jetzt das Dragon Ball Podest hin? Boah. Obwohl, es ist, glaube ich, weiter oben auf dem Zeitnest, oder? Fällt mir eigentlich ein, ist eigentlich überhaupt noch der Typ hier? Ja, Tatsache, er ist immer noch hier. Hey, warte mal, ich glaube, ich kann sogar bei hier ihm in Ausbildung gehen, wie das aussieht. Ich weiß es noch nicht. Sieht schon fast danach aus. Also, das wäre jedenfalls cool. Also, wenn ich mich von Hit ausbilden lassen kann, das wäre super. Aber zuallererst will ich mir was wünschen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das Dragon Ball Protest ist. Das muss doch eigentlich ja irgendwo hier sein. Ah, da oben. Das Dragon Ball Podest. Wir haben alle 7 Dragon Balls gesammelt. Du kannst am Dragon Ball Podest Wünsche aussprechen, nachdem du die 7 Dragon Balls eingesammelt hast. Man weiß nie, wo sie als nächstes auftauchen, also lass dir keinen entgehen. Das Podest scheint nicht zu funktionieren. Wieso? Wieso funktioniert das Podest nicht? Das hat doch jetzt hoffentlich nicht etwa irgendwas damit zu tun, dass jetzt hier der finale Kampf ansteht, oder? Verdammt!
Ey, Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Gruppen-Aura-Kapsel? Ja, was mache ich denn jetzt? Na gut, ich probiere es erstmal aus. Also, da ich ja jetzt gerade sehe, Hit hat irgendwie scheinbar jetzt eigentlich hier was offen, werde ich einfach mal mit ihm reden. Hi. Hm? Nun, wenn du darauf bestehst, dann zeig mir, wie entschlossen du bist. Okay, wir dürfen mit Hit in Ausbildung gehen. Hits Prüfung, schieße die Lektion des Ausbilders ab. Zeitsprung Blitzspießer. Mal sehen, ob du würdig bist, von Hit zu lernen. Zeig ihm, wie stark du bist. Alles klar. Also das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Hit ist eigentlich ja, neben den Göttern der Zerstörung, eigentlich ja der stärkste Krieger im Universum 6. Und somit eigentlich auch einer von Son Gokus stärksten Rivalen. Also den als Lehrer zu haben, das wäre bestimmt gut. Bereite dich vor, nach vorne anzugreifen. Ist dein Gegner in Reichweite, mache einen Zeitsprung und greif an. So, so sieht's aus. Cool, ich kann also Hits-Zeitsprung-Techniken einsetzen. Das ist cool. Oh, verdammt, meine Ausdauer ist weg. Ich kann überhaupt nichts machen. Oh, er ist viel zu gut. Ja, Entschuldigung, ich will jetzt gerade ein bisschen. Das war jetzt natürlich so ein bisschen schlecht. Mist! Dammit, der Typ ist echt stark. Kann man nicht anders sagen, aber was erwarte ich auch von Hit? Nichts anderes. Gut. Ich doch nicht. So, wir haben Rang Z und wir haben es geschafft. Zeitsprung Blitzspießer erhalten. Ich muss sogar sagen, die Technik gefällt mir in gewisser Weise. Haus des Oberältesten wird angegriffen. Du bist ziemlich unerfahren. Trotzdem hast du mir gezeigt, wie entschlossen du bist. Ich frage mich, wie stark du wohl werden kannst. So, was? Trainier mich doch. Konzentriere dich auf dein Training, erweitere deinen Horizont. Cool, wir können alle Sachen von Hit machen. Son Goku ist sogar auch mit dabei, das ist cool. Hier ebenso. Piccolo und Hit und dann nochmal Hit alleine. So, was können wir legen? Zeitsprung Rückenbrecher, Zeitsprung Sprungstachel und Zeitsprung Bebenimpuls. Also gut, Hit hat auf jeden Fall keine Ki-Angriffe drauf. Das merke ich ja schon, also jedenfalls keine, die auf Ki-Stärke basieren. Sondern nur normale Superangriffe. Okay, aber erstmal, bevor ich hier irgendwas mache, gehe ich erstmal zum Haus des Oberältesten. Sag mal, ist denn sonst hier nirgendwo jetzt hier ein Teleporter? Ach doch, hier vorne. Habe ich wohl, glaube ich, nur noch nicht freigeschalten. Na Kunde, ich würde gerne unsere Positionsdaten registrieren. Von nun an kannst du das Teleportmenü aus diesem Ort warpen. Wo willst du hin? Ich will zum Oberältestenhaus. Da sollte jetzt eigentlich ja endlich die letzte Mission anstehen, hoffe ich mal. Oder zumindest eine der letzten Missionen. Das wäre jedenfalls nicht verkehrt. Hi. Ja, einer von Freezers untergebenen Saiyajin sucht nach den Dragon Balls. Anscheinend vergraben sie irgendwas Seltsames im Boden und lassen diesen sonderbaren Soldaten wachsen. Es ist schon dunkel und die Sicht ist mäßig. Sei also vorsichtig da draußen. Sei auf der Hut. Bist du bereit? Klar. Gut, wir holen uns die Dragon Balls. Okay, und es sind nur Raditz und die Pflanzenmänner. Namek Verteidigung 5. Hole 6 Dragon Balls zurück. Ah!
Pflanzenmann, du wirst sterben. So, gut. Das läuft ja super. Doch, das war der Erste. Nächster bitte. Wer will dran? Du bestimmt nicht, wahr? Das war ein super Schlag. Okay, Nummer 2 ist erledigt. Nächster. Ja, und jetzt kommst du dran. Pflanzenmann Nummer 7. Warum sage ich 7? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da gerade eine 7 gesehen und irgendwie ist mir jetzt diese Zahl gerade in den Kopf gekommen. Egal. Autsch, 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 autsch. Das war nicht übel. Das war's. Nächster bitte. Okay, ich sehe schon einen Dragon Ball. Ach, die beiden kann ich schon mal mitnehmen. Also ich habe ja gerade 2 gesehen. Nehme ich schon mal mit nach Hause. Dann sind die wenigstens schon mal sicher. So, okay. Nächster Gegner. Oh, Raditz. Hi. Ja, aber ich muss echt schon mal sagen, das ist jetzt bescheuert, dass ich die Dragon Balls nicht nutzen kann. Wieso nicht? Warum? Ich meine, liegt das jetzt wirklich daran, weil jetzt hier der Finalkampf jetzt ansteht oder so? Au! Ja, wer weiß, woran das liegen könnte, ist eigentlich ein bisschen blöd. Aber eigentlich ist es dann eigentlich auch gar nicht mehr so wichtig, dass ich jetzt hier die Dragon Balls nochmal benutze. Also eigentlich wollte ich sie ja benutzen, um Hit als Charakter freizuschalten, in der Hoffnung, dass ich dadurch ja seine Ausbildung beginnen kann, dass das vielleicht die nötige Bedingung dafür ist. Aber ja, jetzt habe ich eigentlich ja sowieso jetzt eigentlich ja bei ihm Ausbildung anfangen können und deswegen brauche ich die ja gar nicht mehr. Könnte er jetzt mir noch was anderes Schickes davon kaufen, beziehungsweise wünschen. Wisst jetzt allerdings nur nicht was. Also mit meiner momentanen Charakterentwicklung bin ich eigentlich sogar recht zufrieden. Und ja, sonst will ich eigentlich ja gar nichts von Shenlong. So, ah, da ist die Kugel. Ich habe mich schon gerade gewundert, wo steckt der Teil? Hier ist noch ein Dragon Ball. Wo? Irgendwo hier unten? Achso, ich habe ihn schon. Alles klar. Und da ist der letzte. Alles klar, das war ja wieder mal einfach. Na gut, ich bin wahrscheinlich echt schon viel zu stark dafür geworden. Wäre eigentlich ja mal nicht verkehrt, wenn endlich mal wieder ein paar anständige Missionen anstehen. Na gut. Dann wieder zurück zum Training mit Hit. So, wir bekommen große Energiekapsel L und eine Gegengiftkapsel. Sehr schön. Wir konnten ihrer Zerstörungswut Einhalt gebieten. Dank dir. Mach weiter so. Ja, kein Problem, Nail. So, okay, was sagt jetzt mein Kumpel da hinten? Der ist doch jetzt auch sicherlich schon wieder dabei mit seinem Gemüse. Hey! So, hat das Gemüse wirklich geheißen? Also ich habe es nur das als meine Dankbarkeit. Oh, Wasser. Gib mir Bescheid, wenn du mehr Zeit hast, mir ein paar Vorräte von der Farm zu bringen. Ich könnte dringend etwas Hilfe gebrauchen. So, wächst besser. Feldarbeit so friedlich. Das habe ich dir zu verbanken. Energiekapsel M, hast du was? Danke dir. Mann, hier bitte. So, jetzt warten wir erstmal wieder eine Weile. Also da helfe ich ihm jetzt erstmal eine Weile aus. Also es kann ja immer sein, dass ich so ein paar coole Objekte kriege. Sollte ich eigentlich immer mal nachsehen, ob ich irgendwo noch mal Essen auftreiben kann, mit dem ich Buu füttern kann. Da bin ich auch immer noch so dabei. Gut, ja. Ich mach weiter mit Hit. Ich werde sein Training jetzt erstmal absolvieren.
Das ist erstmal das, was ich jetzt am besten machen kann. Also das Dragon Ball Podest, das funktioniert ja nach wie vor nicht. Oder? So, eine Besserkapsel haben wir erhalten. So, und funktioniert immer noch nicht. Das ist doch bescheuert, ey. Yo, Koffer. Oh, okay, hier habe ich auch noch nicht hier alles gehabt. So, dann wollen wir mal kurz hier, genau, zur Kampfsportturnier-Arena muss ich hin. So, und dann machen wir einfach mal mit Hits-Ausbildung weiter. Hi. Was? Sei nicht so genervt. Konzentriere dich auf dein Training. Erweitere deinen Horizont. Lektion 1. So, Lektion Nummer 1. Schließe Ausbildung des Ausbilders ab. Ja. Bereite dich vor, von hinten anzugreifen. Ist dein Gegner in Reichweite, mache einen Zeitsprung und greife an. So, Son Goku ist der nächste dran, ne? Wow. Au. Mann, Hit. Ich hasse dich. Ha, gut erwischt. Super, die Attacke funktioniert also auch als Konter. Gut. So, warte mal. Ich muss ein bisschen warten. Ja, genau, Rückenspießer. Immer wenn der Gegner mich von hinten angreift. Bestimmt. Damit rechne ich ja sogar, dass es noch schwerer wird. Gut, wir bekommen Zeitsprung Rückenbrecher. Yeah. Ja, Hit hat's drauf. Kann man nicht anders sagen. Seine Techniken sind einfach nur mega mäßig stark. Du hast dich wirklich wacker behauptet. Deine Entwicklung geht schneller voran als erwartet. Aber es gibt immer noch Raum für Verbesserungen. Übe weiter alles, was ich dir beigebracht habe. So, weiter geht's. Konzentriere dich auf dein Training, erweitere deinen Horizont. Wir können das hier machen. So ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Da kann ich erstmal ganz in aller Ruhe jetzt hier die Ausbildung von Hit abschließen. So, Lektion Nummer 2. Schließe die Lektion ab. Spring nach vorne und schlag zu, nach landest du, legst du den Angriff auf, erhöht sich deine Sprungweite. Boah, hoppala. Hoppala. Ja, verdammt, ich mache immer die falsche Attacke. Hoppala. Erledigt. Oh, hoppala. Ich achte jetzt irgendwie gar nicht so richtig auf mein Ki hier. Ich muss ein bisschen aufpassen. Autsch. Piccolo, sag mal, geht's noch? Guter Konter, nicht schlecht.
Gut, erwischt. Okay, so langsam habe ich es vielleicht ein bisschen raus. Also hier ist auch wieder ein bisschen Timing gefragt. Fast so, als würdest du gegen Hit selbst kämpfen. Übertreib mal nicht. Wäre Hit ein Gegner gewesen, wärst du erledigt. Schätze mal, ich habe Hit so sehr beeindruckt, dass er jetzt selber kämpfen will. Autsch. Okay, und er macht keine halben Sachen. Wow, verdammt. Aua, das tat weh. Boah, es ist blöd, dass ich meine Ermahnung hier nicht einsetzen kann. So, erledigt. Wuppala. Das wäre was geworden. Schade, dass er ausgewichen ist. Oh, das war ein guter Schlag. Au. Okay, das wird knapp. Oh, geschafft. Wow. Das wird sich noch zeigen. Oh Gott, aber trotzdem, der Typ ist viel zu heftig. Oh Gott, damit ich. Der macht einen echt Angst. Dieser Hit ist echt wirklich unfassbar. Ja, fies eigentlich, nur würde ich mal sagen. Also seine Techniken sind einfach nur total außergewöhnlich. Unglaublich, du hast den Test bestanden. Dein Fortschritt ist absolut verblüffend. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich kann dir noch viel über das Töten beibringen. Nächstes Mal wird es noch härter. Ruh dich aus, solange du noch kannst. So, ich bin ja wieder fit. Konzentriere dich auf dein Training. Erweitere deinen Horizont. Jetzt kommt das hier erhältlich in Superklasse. Das hätte ich also wahrscheinlich ja da machen müssen. Also ich müsste die Superklasse erreichen, damit ich ja hier mit Hit eigentlich ja mitmachen kann. Kann es sogar sein, dass die Superklasse eigentlich sogar die höchste ist? Also dass es nicht mehr weitergeht und ich deswegen auch keine Fortschrittstests mehr machen kann? Wer weiß. Gut, die letzte Technik ist der Zeitsprung-Beben-Impuls. Bin ich aber gespannt, wie die aussieht. Hitz selbst alleine ist nur mein Gegner und sonst niemand, also sollte es ja hoffentlich nicht allzu lange dauern und dann kann ich auch danach den Part beenden. Schließe die Lektion des Ausbilders ab. Zeitsprung-Beben-Impuls. Reagiere auf den Angriff deines Gegners, indem du hinter ihn gelangst und dann zuschlägst. Mit Hilfe von L greifst du von vorne an. Boah, okay, ich kämpfe tatsächlich hier gegen Hit mit voller Kraft. Boah, okay, das ist eine Attacke. Boah, Mann, und er macht echt keine halben Sachen, kann ich nicht anders sagen. Okay, das ist eine Ausweichtechnik. Autsch.
So, geschafft. So, die Technik selber habe ich draus, aber ich brauche ja dafür drei Ausdauerleisten, sonst funktioniert sie nicht. Am besten, ich verprügle jetzt mal Hit so lange weiter, bis ich jetzt hier wieder genug Ausdauer habe. Oh, Mist. Das war schlecht. Okay, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Ja, dann muss ich das wohl eben beim nächsten Mal erledigen. Aber immerhin bekomme ich erstmal noch genug für den Levelaufstieg. Das ist doch schon mal was. Ja, aber es hat noch nicht so ganz gereicht. Also die Ausweichtechnik zu meistern ist nicht einfach. Haus des Oberältesten wird angegriffen. Na gut, das muss ich dann als nächstes machen. Was ist los? Zu mehr bist du nicht imstande? Das ist ja lächerlich. Ja, ich weiß, ich war schlecht. Aber das werden wir beim nächsten Mal noch wieder verbessern. Also Freunde, wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir dann tatsächlich nochmal die Ausbildung hier bei Hit abschließen. Aber zuvor muss ich ja nochmal wieder zum Haus des Oberältesten, um dort ja wieder mal einen Kampf zu bestreiten. Ich hoffe mal, das wird nicht allzu lange dauern. Also ich denke mal, das kriegen wir alles ja noch unter einem Hut. Also dann, bis zum nächsten Part und tschüss!